Hallo liebe Blasmusiktrommler, heute lernen wir eine Marscheinleitung, die sogenannte Locke. Ich zeige euch aber noch den Presswirbel, die Spieltechnik. Also wir halten den Stock, Daumen und Zeigefinger drücken den Stock zusammen, die anderen drei Finger brauchen wir nicht. Also wirklich zusammendrücken mit lockerer Stockhaltung hat der Presswirbel nichts mehr zu tun. Und dann mal reindrücken ins Fell. Und springen lassen. Also für so einen dichten Presswirbel, wenn man Einzelschläge das mal spielt, dann braucht es ja so schnelles Tempo. Gut, also das war's. Und für den Abschlag natürlich wieder die drei Finger hinten dran. Gut, die Locke ist im 6/8er-Takt notiert. Wir haben zwei Teile. Beim ersten Teil ist die Wirbelfigur zweimal und das Flamepaar ist auch zweimal. Im zweiten Teil ist die Wirbelfigur dreimal. Und das Flamepaar ist auch dreimal. Und die zwei Sechzehntel sind vorm Beat. Und dann geht der Wirbel los auf dem Beat. Und der Auftakt ist ein Zweierwirbel. Also zwei Schläge. Zwei Sechzehntel kann man sagen, reingepresst. Und der Wirbel in Einzelschläge sind 6. Gut, jetzt mal den ersten Teil vom Presswirbel. Das war das erste. Der erste Teil. Der zweite, wie gesagt schon, dreimal. Drei Wirbelfiguren und drei Flamepaare. Komplett. Für Profis, die können die Locke auch mit Double spielen, statt Presswirbel Doppelschläge. Dann haben wir keine 6 Einzelschläge mehr, sondern 8 Doppelschläge. Also wir haben 4 Sechzehntel, kann man sagen. Oder 4 Einzelschläge und die doppeln wir. Das war's.